Es freut mich, hier dabei zu sein. Ich habe die ganzen Reden angehört und habe viele interessante, wichtige Dinge gehört. Ich möchte einen kurzen Beitrag leisten und daran erinnern, dass das bereits der dritte dieser Seminare ist und am Anfang waren wir nur wenige, es werden mehr. Jetzt haben wir Teilnehmer aus Europa mit der Idee, diese Kriegsgefahr zu beenden, die als Krieg zwischen Russland und China ersch und Ukraine erscheint, aber tatsächlich das Potenzial hat, sich zu einem nuklearen weltweiten Krieg und zu einer Extinction zu entwickeln. Die Richtung dieses Prozesses ist recht ermutigend. Wir machen offensichtlich Fortschritte. Ich war Senator in Kolumbien. Ich war Abgeordneter der Dignitätspartei, Würdepartei. Und in diesem Konflikt würde ich sagen, als Russland in die Ukraine einmarschiert, da hat unsere Partei das verurteilt, weil wir grundsätzlich der Meinung sind, dass friedliche Lösungen gefunden werden müssen und dass man niemals zur Waffe greifen sollte. Aber wie geht es nun? Übermorgen ist dieser Krieg bereits 9 Monate im Gang. Die Verluste sind enorm. Russland hat auch viel Verluste verbucht. Nicht nur Leben von Zerstörung, sondern auch die sozialen und ökonomischen Folgen, die das hat. Die ebenso für Europa und die gesamte Welt. Und im Fall von Kolumbien, wir sind große Nahrungsmittelexporteure. Es trifft uns durch den Anstieg der Treibstoffkosten und anderer Betriebsmittel. Wir wissen, dass wenn der Winter kommt, dann werden uns noch viel größere Leiden in Europa und anderswo bevorstehen. In der gesamten Welt und auch wir werden die Folgen zu spüren bekommen. Europa könnte in einer unglaublichen wirtschaftlichen Krise gelangen, was steigende Inflationsraten hervorruft und all das ist eine Folge dieser Konfrontation. Und wir wollen also hoffen, dass wir diese Konfrontation bald hinter uns bringen. Was sollen wir nun tun? Was sollen wir vorschlagen? Es ist nicht bloß ein Krieg zwischen der Ukraine und Russland. Dies ist ein Krieg, der auf ukrainischem Territorium ausgefochten wird, aber in dem sich die USA und die NATO dieses Territorium benutzen für einen Krieg gegen Russland. Und tatsächlich es betrifft die gesamte Welt, es trifft die ganze Welt und es kann die ganze Welt erfassen. Und nach dem Zerfall der Sowjetunion und des Warschauer Pakts, was die militärische Allianz der Sowjetunion war, und die NATO ist das Kriegsinstrument der USA und ihrer Verbündeten. Und nachdem ihr Gegner weg war, haben sie sich immer weiter ausgebreitet und wollten, ging auch daran, die Ukraine einzubinden in die NATO. Und damit wäre die NATO praktisch direkt vor Moskaus Haustür. Und wenn das nicht gelöst wird, und man diese politischen
Sorgen von Moskau berücksichtigt, dann sehe ich keinen Weg, wie eine Nuklearmacht Russland den Verlust der Sicherheit und des Schutzes hinnehmen würde, den eine Nuklearmacht braucht. Und in meiner ersten Diskussionsbeitrag und auch in der zweiten Seminar habe ich etwas angesprochen, was ich hier nochmal ansprechen will. Die Kuba-Krise von 1962. Als bekannt wurde, dass sowjetische Schiffe, sowjetische Raketen Richtung Kuba brachten, wo bereits einige dieser Raketen installiert waren, und die US-Regierung hat der Sowjetunion gesagt, entweder schafft ihr diese Raketen weg oder wir sind in einem Weltkrieg. Und innerhalb weniger Tage hat die Sowjetunion der Abzug dieser Raketen aus Kuba zugestimmt, aber die USA haben auch einige ihrer Raketen abgezogen, die sie in der Türkei stationiert hatte. So, es gab also damals eine pragmatische Lösung, wo sowohl die USA als auch die Sowjetunion beschlossen, von der Konfrontation zurückzutreten, weil ein Krieg für beide Seiten vernichtend gewesen wäre. Und das ist das Vorbild, dem heute die NATO und Russland und Europa folgen sollten. Wir müssen eine Vereinbarung schaffen zwischen der NATO und den USA und Russland. Und das muss natürlich eine Vereinbarung sein, die den Aufbau zu einem Weltkrieg rückgängig macht. Und das ist natürlich meine Meinung. Es kann vielleicht auch andere Meinungen geben. Ich rufe diejenigen, die anderer Meinung sind, sich zu Wort zu melden. Denn in der Mitte aller dieser Meinungsverschiedenheiten müssen wir diesen Konflikt herunterfahren und die Be Möglichkeit beseitigen, dass wir es zu einem Nuklearkrieg kommt. Und das zwingt die Kräfte, die hier beteiligt sind an diesem Blutbad, dass sie wir können nicht, keine Nuklearmacht kann sich gegen eine andere durchsetzen. Und diese Realität muss anerkannt werden. Und ich fordere also jeden einzelnen Menschen auf diesem Planeten auf, egal welche Meinung sie haben über die Ursachen, dass sie etwas tun. Dieser Krieg muss gestoppt werden, und alles, was da, wir brauchen alle möglichen Vorschläge, entweder mit konventionellen oder nuklearen Waffen, darf nicht weitergeführt werden. Und darauf insistiere ich, denn sonst fällt die Welt in eine nukleare Konfrontation, und das kann sich niemand vorstellen, was die Folgen wären.